Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir sind mitten in einem riesigen Kampf mit unseren Orks und dann würde ich mal sagen, schauen wir, wie es heute läuft, oder? Also, let's go. Wir sind ja relativ, sagen wir mal, überlastet aktuell und reduzieren deswegen in Massen. Um ein bisschen an unsere Massen hier Glück zu halten. Hey Baumeister, an die Arbeit! Sammeln, greifen das Lager! Da sind sie! Versuchen wir aktuell uns ein bisschen an der Masse zu halten. Und uns ein paar Drechchen zu holen eigentlich. Das versucht mal die ganze Zeit Einheiten zu produzieren. Die Bogenschützen sind hier! Orks, ready to stick it to him! The great fat one comes. The great fat one senses the gods. Sie greifen uns gehört! Ihr sollt angreifen, was macht ihr denn? Sammeln! Beeilt euch! Na, ja, das sind wieder so doofen. Goblin Town, born and bred. Alter, das ist unnormal. Auch ein Drachen. Mit dem Drachen sind wir natürlich dann wieder eine Stage vorne. Gib mir den Drachen. Genau, down, down, down to Goblin Town. This more where we came from. Sie bombardieren uns. Hui. Alter, das ist gerade echt nicht angenehm, ne? Das Lager wird angegriffen. Die Bogenschützen sind hier. Ist da schon wieder unterwegs? Oh, wieder so ein Held. Ich brauche diesen blöden Drachen. Sie kommen von überall. Der Vorteil ist natürlich, uns kosten die Einheiten fast gar nichts. Und die beschießen sich mit ihren Ents selber. Was natürlich einen Vorteil bringt. Sie dürfen bloß nicht anfangen, unsere Gebäude unter Beschuss zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel. Hier gibt es immer Arbeit. Mach dich nützlich. No more singing, please. Genau das sollte nicht passieren. Weil jetzt vernichten sie gerade unsere ganzen Gebäude. Ah, nope. Nicht den Drachenort, der war teuer und anstrengend zu bauen. Also ganz habe ich mit den, also wirklich, ich habe überhaupt nicht eigentlich mit den Orks raus, wenn man so sagen. Oh nee! Das ist genau das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Also entweder ich krieg meinen Drachen. Machen wir hier alles fertig, schnell. Sie greifen das Lager an. Problem ist, diese Drachen sind voll fragil, Mann.
Also die Elben sind halt doch eklig stark teilweise nach einer Zeit. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Alter. Ihr wird nicht gefaulet! Du rollst mal schnell nach Hause. Alter, yo! Vier Ents mal so easy. Hey, die wollen unser Gebäude erobern. Ja, das scheint so, als ob sie das so erobern wollen. Oh, geil. Der Feind ist in unserem Lager. Gut, zurück an die Arbeit. Ja, das ist natürlich jetzt. Mann, Rohstoffe sind echt, aber echt eine beschissene Ressource aktuell. Der Feuerdrache oder Balrog wäre jetzt eine ganz tolle Sache am Ende noch. Dann wären wir, glaube ich, richtig gut noch dran. Also selbst mit den Trollen sollten wir noch ein bisschen eine Chance kriegen am Ende. Das Lager wird angegriffen. Sie greifen das Sägewerk an. Sie greifen das Sägewerk an. Noch mehr Ohrenkrieger. Ein Hinterhalt. Und somit wurde hier jetzt auch vernichtet. Toll, ist wieder ein Schritt zurück. Oh, ich hasse es. Wir haben eine neue Höhle. Fünf Bogenschützen, die wir. Wir brauchen einfach so viel Bogenschützen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Ja, dann gib mir Rohstoffe. Gib. Mecker nicht, gib einfach. Der Kampftrolle ist einsatzbereit. Die sind nicht gerade echt auf Kriegsfuß und das ist uncool. Wir brauchen jetzt jede Division, die wir kriegen können. Sobald die Ents kommen, müssen wir die überrollen mit Feuerpfeilen. Da kommen die nicht wieder mit ihren Ends. Okay. Das heißt jetzt. Where's the bloody knight? Alles, was wir Soldaten haben. Right. Der Feind ergreift an! Lass die Waage los! Lass die Waage los! Unsere Bogenschützen sind bereit. Da wird es jetzt richtig leckig wieder. Bereit? Noch mehr Ohrenkrieger! Sammeln! Habt ihr das gehört? Zu Befehl! Wo sind die? Als ob schon alle Feuerpfeilbogenschützen-Divisionen deaktiviert wurden. Es holt mal alles aus den Höhlen raus, was wir haben an Bogenschützen. Was machen wir jetzt? Wir brauchen mehr Rohstoffe! Die Bogenschützen sind hier! Als ob die sich schon wieder durch alle Einheiten durchgebröselt haben. Ich glaub's nicht! Klar, sie sind jetzt nicht super aus... Und sie... Oh, scheiße, die haben ja voll ausgebildete Einheiten. Oh. Also, Orks muss ich noch lernen. Was war das? Unsere Bogenschützen sind bereit! Das waren jetzt gut angelegte Einheiten. Was? Das wären jetzt noch so Sachen, die man bräuchte.
Dead of Honor. Mm. Was war das? Der Feind! Die Bogenschützen sind hier! Was war das? Die Minen werden angegriffen! Das Sägewerk wird angegriffen! Ruhe jetzt! Das sind sie! Das sind sie! Schneller! Was passiert jetzt? Verbrennt diese! Das ist ein Verbrennt! Attacke! Attacke! Mehr Rohstoffe. Sie greifen das Sägewerk an. Unsere Bogenschützen sind bereit. Man hat auch irgendwie das Gefühl, sie schaffen überhaupt nichts, diese Division. Das ist die schlimmste Sache eigentlich. Auf die Ents macht es überhaupt eine Null-Auswirkung. Sonst ein Supreme Worm. Ich warte lieber auf die 25, weil mit dem Balrog können wir richtig schön aufräumen in deren Festung. Alter, die räumen natürlich mit ihren Ents so richtig auf gerade. What the fuck? Was ist denn das jetzt? Habt ihr das gehört? Schnell weg von der Mine! Alter, wie viele Einheiten kommen denn danach? What? Die Bogenschützen sind hier! Alter! Wir haben kaum noch Rohstoffe! Wie? Wie macht er das? Ich nehme jetzt doch den Wurm, weil ansonsten fällt mir jetzt echt nicht ein, wie ich hier auch noch anders. Also. Wenn ich den überhaupt Sie irgendwo platz. Sie greifen uns an! So, Wurm, komm mal her. Ein Gebäude fertiggestellt! Noch mehr Ork-Krieger! Ach, jetzt sind die. Das ist wieder so ein stationary thing. Reposition. Sie greifen das Sägewerk an! Hui! Einheiten, rein da! Sie greifen die Mine an! Die Krieger sind. Ah, schön! Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts mehr. Die Einheiten sind viel zu mächtig mittlerweile. Wir haben zwar die ganzen Ends jetzt schon mittlerweile eigentlich vernichtet, so gut wie es geht. Wir haben einen Baumeister verloren. Sucht einen neuen! Aber mittlerweile sind so viele und so gute Einheiten auch, das macht es überhaupt nicht einfach jetzt. Noch mehr Ork-Krieger! Greift sie an! Yo, jetzt noch Verstecken von Elfen oder was? So, Ents wurden vernichtet, so gut wie es geht. Irgendwo steht noch ein End. Ich sehe den bloß nicht mal wieder. Boah. Sie greifen das Sägewerk an!
Alter! Da sind sie! Wo ist er denn? Sie greifen das Lager an! Ja. Kluft erschaffen! Sie greifen den Baumeister an! Wir brauchen mehr Rohstoffe! Jo, schon wieder 3-1! Wird angegriffen! Sie haben den Baumeister erschlagen! Alter! Sie sind überall! Wir haben die Höhle erweitert! Unsere Bogenschützen sind bereit! Der Feind! Wir haben einen Höhlentroll erschaffen! Wir haben kaum noch Rohstoffe! Wir sind ja nur so ein paar Einheiten. Ah! Wie viel Ents? Wo schießt dieser Ents? Da ist der Ents. 4 Ents sind es jetzt mittlerweile schon. Die wir zum Konto hinzufügen können von denen. Ey, das gibt's einfach nicht. Bräuchte jetzt eigentlich wieder so eine Ork-Massenproduktions. Komm schon! Massenproduktion! Komm schon! Scheiße, die Festung ist weg. Ich habe keine Baumeister mehr. Game over. Aber ich gebe bis zum letzten Punkt nicht auf. Können wir im Arsch legen. Der Feind reicht uns an! Schnell weg von der Mine! Komm schon! Na, jetzt ist over. Jetzt ist over. Fuck. Oh. Also jetzt ist echt over. Wir können nichts mehr einsetzen. Wir kriegen keine Produktion mehr hin, wirklich. Es dauert alles Jahre. Das ist over. Aber es war hart. Es war wirklich hart. Das muss man sagen. Mit Orks gegen Elben ist natürlich ab dem Zeitpunkt, wo sie Erfahrung kriegen, da musst du wahrscheinlich gut getaktet haben. Sie greifen das Sägewerk. Aber die waren jetzt echt irgendwie. Die Minen werden angegriffen. So. Überstrapazieren müssen wir es auch nicht, wenn wir eh schon wissen, wie der Ausgang ist am Ende. Uiuiui. Das waren immer die Massenproduktion. Structures? Um einiges. Ressourcen? Alter, der ist am Ende hochgegangen. Wie? Der hat doch da eine Einheit noch nachgeschickt, oder? Also für ihn war irgendwo schon ab hier schon beschlossen, jo, ich habe verloren. Was ich interessant finde, weil eigentlich war ich, ja, ich war einheitmäßig immer vorne. Aber ich hätte eigentlich wahrscheinlich von Anfang an direkt bedrängen müssen mit den billigsten Einheiten. Einfach drauf. Das wäre wahrscheinlich der Sinn gewesen und ihn halt voll niedrig halten. Das wäre gleich schlauer gewesen, wie meine Taktik mit aufbauen. Das funktioniert, glaube ich, nicht so wirklich bei Elben. Aber ja, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.